Der zweite Teil meiner Tour de Capital führte mich in die vier Visegrad-Staaten. Gestartet bin ich in Budapest, dann ging es über Prag nach Warschau und zuletzt auch nach Bratislava, eine sehr nahegelegene Hauptstadt, von Wien aus gut erreichbar. Es war wichtig, die unterschiedlichen Positionen auszutauschen. Und es ist vor allem wesentlich, dass wir als europäische Staaten nicht wechselseitig mit dem Zeigefinger aufeinander zeigen. Wir alle wollen den europäischen Gedanken stärken. Wir alle wollen rasch zu einer Einigung beim mehrjährigen Finanzrahmen kommen. Und so unterschiedlich die Positionen teilweise auch sind, es eint uns der europäische Gedanke und es eint uns der Gedanke, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäischen Institutionen zu stärken. Der dritte Teil der Tour de Capital wird dann nach Südeuropa gehen. Demnächst geht es nach Rom und ich werde die 10 Tage, 10 Städte Tour in Madrid beschließen.